Ja, hey Freunde, herzlich willkommen zurück wieder hier zu einem neuen Film. Heute wollte ich mal unbedingt an diesem besonderen Tag meine Actioncam ausprobieren, weil wir haben ja hier Zunutzung Equipment bekommen, Befestigungsequipment dazu gekauft. Und da ist eben auch so ein Saugnapf dabei und dann will ich mal gucken, was der Saugnapf so abhält, weil man ja mal gucken möchte, wie das so funktioniert. Dann habe ich natürlich auch mein Mikrofon wieder gleich angestüppelt hier an den Sicherheitsgurt, weil an meinem Pullover hat es nicht gepasst. Ja, wir wollen heute einen ganz strikten Plan abarbeiten. Das heißt, heute steht auf dem Plan die Geschichte, weil es haben ja viele Leute geschrieben, ja, du erzähl mal, komm, uns interessiert das, wie das so ausgegangen ist und was du so erlebt hast. Dann natürlich auch möchte ich dann noch abwerken gehen, weil wir haben gestern gesessen bis 22:30 Uhr. Da waren keine Sauen da, aber ich möchte gucken, ob die jetzt noch da waren, weil dann weiß ich, gut, die kommen morgens. Da müssen sie mir was anderes einfallen lassen, weil jetzt ist der Mond nur maximal bis um 11 Uhr so circa draußen. Und ja, dann möchte ich natürlich auch was noch einschießen gehen, vielleicht seht ihr das aus der Perspektive. Ich habe mir meine Karte mitgenommen und jetzt noch das Rotpunkt, dieses No-Name-Rotpunkt für Drückjachten, weil ich habe am nächsten Wochenende eine Drückjacht bei uns hier. Und da möchte ich gucken, wie der Rotpunkt mit der RWS-Munition schießt auf 50 Meter. Und gegebenenfalls, wenn da was ist, mal gucken, muss ich schauen, wie die Kugel jetzt liegt. Und danach wollte ich dann eigentlich noch die Falle kontrollieren fahren. Da ist ja auch was Lustiges passiert, kann ich euch ja auch noch erzählen. Voller Tag, volles Programm und ich hoffe mal, das Wetter hält sich. Wir haben jetzt so eine leichten Pufferwolken. Und da hoffe ich jetzt, dass mich das jetzt nicht hier so überrascht. Und ja, also dann melde ich mich dann gleich zurück. Wir wollten jetzt erstmal wird zuerst abwerfen fahren, denke ich mal, weil das jetzt gleich auf dem Weg liegt. Und ja, also bis gleich, ich bin auch dann so in 3 Minuten dann da. So Freunde, jetzt wollen wir mal gucken, ob die Sauen hier auf dem Feld waren, weil das würde nämlich dann heißen, dass die nach uns da waren. Also so entweder nach Mitternacht oder kurz davor. Also, hat ja auch geregnet zur Info, also es war richtig stark Regen. Ich saß, kurz mal schwenken, hier auf die Leiter. Und ja, gucken wir mal. Bisher sehe ich hier schon mal nichts. Außer ich höre wieder die Nebelkrähen, die rufen mich schon wieder förmlich. Ja, ach, hier habe ich auch auf die Nebelkrähen gejagt. Habe ich jetzt bisher 2 schießen können. Ich weiß, es ist jetzt nicht die Zahl, aber bei uns ist es eben ein bisschen schwerer, weil wir haben ca. 200 Meter weiter das Dorf und da halten die sich auf und da muss man die versuchen rauszulocken. Und bisher hatte ich auch einige Chancen, nur, ja, weiß ich nicht. Entweder habe ich es verkackt oder nicht gut geschossen. Aber gut, denke mal, wird jetzt noch besser werden. Also was ich bisher jetzt hier sehe, ist sehr nicht zufriedenstellend, weil die waren nicht da. Aber gut, nicht verzagen. Noch mal kurz gucken. Ja, hier ist nichts. Juti, also dann heißt es für uns, abwarten und Tee trinken. Erstmal zufrieden sein, weil wir haben ja hier Roggen drauf. Jetzt nicht denken, warum läuft jetzt hier auf dem Roggenruf. Ist nur so, ich glaube, laufe ich schon auf der Treckerspur drauf, damit ich nicht alles, also nichts kaputt mache. Aber man sieht hier, das ist nicht frisch, ist vom letzten Regen. Ja, also geht jetzt mal ganz kurz noch ab an die andere Stelle, wo hinten auch noch die Kürung ist. Und die Falle mache ich jetzt lieber gleich. Und dann, ja, müssen wir schauen, wie die Waffe schießt. Ich bin so gespannt. Also, bis gleich. Thank you.
Jetzt sind wir hier mal ganz kurz am Graben gucken, weil ich letztens was platschen gehört habe. Und das heißt eigentlich mal Sau. Uni, komm her. Ja, ja, gleich noch ein bisschen Uni bewegen, weil ist ja klar, der Hund braucht ja auch Auslauf. Der kleine Hoppelhase. Ich denke mal, da hinten war jetzt nichts gewesen. Ein bisschen schade. Aber gut, müssen wir mal gucken. Also man kann hier sehr schön am Graben lang schauen, weil hier ist auch hin und wieder mal ein bisschen mehr Entengrütze drauf. Und wenn Entengrütze ist, kann man ja sehr schön gucken. Falls Sauen gezogen sind, ist die dann weggedrückt an der Stelle. Ne, da war nichts. So, sind wir gleich hier. Müssen wir auch schnell diesen, das sind so knapp 100 Meter Graben, der so ein bisschen freier ist. Und es ist dann sozusagen die Grenze zwischen zwei Revieren. Und man sieht hier, war mal was gewesen, aber ist schon wieder älter. Der hieß der Hauptwechsel von denen. Also, wenn man mal so guckt, da entsteht die Einrichtung. Und hier war was. Dann haben wir noch einen Malbaum. Müssen wir gleich noch gucken, ob die da dran waren. Aber irgendwie habe ich die Vermutung, dass die Sauen jetzt die Malbäume meiden, weil die wissen, dass das Jagd bedeutet und eben dann Gefahr. Könnt ihr mal schreiben, was bei euch jetzt so die Erfahrungen sind, weil seitdem wir so relativ einige Malbäume angelegt haben, so 3-4, und die auch dran waren und wir auch was geschossen haben die letzten Jahre dran, jetzt irgendwie ist fast ja nichts mehr mit Malbäumen. Das ist voll komisch, obwohl wir die einstreichen. Also hier war jetzt nichts, deswegen gehen wir jetzt weiter zur Kürung, weil strikter Zeitplan und so. Und deswegen, also bis gleich, ich beeil mich. Komm, Uni, los! Freunde, jetzt sind wir hier kurz noch im Auto sitzen geblieben, weil nämlich man darf nicht zu oft an der Falle gehen, weil ja die Gerüche von einem da bleiben und es dann immer schwieriger wird, was zu fangen. Und ja, wir haben Glück gehabt. Wir hatten vor 2 Wochen hatten wir einen starken Waschbärrüten drin. Und somit das allererste Stück Wild, was wir mit der Falle gefangen haben. Und ich denke mal, da sind Fall und ich sehr stolz drüber, dass es jetzt so funktioniert hat. Und ja, da hinten seht ihr gleich noch die Kürtrommel oben rechts im Bild. Da war auch einmal was dran gewesen, aber jetzt auch nicht mehr so richtig. Also ich denke mal, die Sauen sind einfach mal satt jetzt durch die vielen Felder und so. Und dann nehmen die jetzt nicht so verstärkt die Kürung. Na, natürlich überall unterschiedlich, da wo mehr Felder sind, da ist es dann noch weniger. Und da wo keine Felder sind, da ist es eben dann nochmal ein kleines bisschen besser. Also dann jetzt mal auf, müssen wir uns jetzt beeilen, sonst überrascht uns der Regen noch. Deswegen mache ich mal ganz kurz Schnips und dann sind wir auch schon da. Ja, wo soll ich anfangen? Gegen 8 Uhr wollte ich jetzt hier mich ansetzen und mich jetzt hier in die Einrichtung einschieben, weil ab so die Zeit der Mond aufging. Das war die Zeit gewesen, da wo Vollmond war. Und also jetzt so knapp vor 3 Wochen, so Pi mal Daumen. Und das war dann so gewesen, dass ich schon während des Laufens der Einrichtung habe ich einen Schuss gehört. Auf der anderen Seite des Schilfs sozusagen, kann ich mal kurz eine Karte einblenden, da zeige ich euch mal so, wie das aufgebaut ist, das Schilf und wo ich sitze. Und da müsst ihr euch vorstellen, dieser Schilfgürtel zieht sich wirklich Kilometer lang und verbindet somit auch mehrere Reviere, es waren nur 4 Stück gewesen. Und in dem Nachbarrevier brach schon kurz vor 20 Uhr ein Schuss. Danach hatte ich gleich die Sau klagen gehört, da wusste ich gut, Sauen sind da und er kann also auch gut sehen. Müsste ich mal ansetzen, würde bestimmt ganz spannend werden. Und ja, was muss ich euch sagen? Ich saß nicht mal 10 Minuten, da hörte ich dann schon die erste Rotte im Schilf auf mich drauf zuziehen und ich dachte mir schon, oh, jetzt fängt er gut an. Die Sauen hatten die Tage davor Schaden auf der Wiese gemacht und das müsste eigentlich ganz gut klappen. Doch gleich die allererste Rotte blieb so circa 10 Meter vor mir im Schilf stehen und hörte die Sau tief Luft holen, also Luft nehmen. Das Geräusch. Kennt die meisten von euch, wenn er dieses
Das hört sich voll krass an eigentlich. Da kriegt man eigentlich schon immer schon ein bisschen Angst. Ja, und dann hört man eigentlich dieses. Ja, und dann hörte man die dann so wegziehen. Und was ich eben krass finde, dass die Sauen vor allem so leise wegziehen können, wenn sie irgendwie Gefahr mitbekommen haben. Die hörst du manchmal dann gar nicht mehr. Auf einmal Stille und dann weißt du, gut, Sauen sind weg. Diese Begebenheit wiederholte sich dreimal an dem Tag und ich muss an dem Abend. Und ich muss sagen dazu, ich saß nicht im Wind. Der Wind kam aus dem Schiff raus in meine Richtung, aber ich habe die Vermutung gehabt, dass es kräuselte ein bisschen. Und wenn die so 10 Meter vor dir sind, das ist ja klar, da hast du keine Chance. Und ich musste hier in der Einrichtung sitzen bleiben, weil hier gab es nichts weiteres, was circa in der Nähe war. Und na, da musste ich eben warten. Und in diesen 2 Stunden bis 22 Uhr hatte ich insgesamt 6 Rotten vor mir im Schiff vorgehabt, die da lang gezogen sind. Und bei allen, die kamen nicht raus. Ich hatte langsam schon die Vermutung irgendwie, dass es den vielleicht, dass das doch irgendwie der Wind ein bisschen so mich verraten würde oder so. Aber manchmal zogen welche auch 40, 50 Meter von mir an der Schiffkante lang und wollten da, so dachte ich jedenfalls, diese Schneise überfallen. Aber war nichts. Und naja, ihr seht schon, im Hintergrund ist die eine Schneise. Also, ihr müsst euch vorstellen, das ist ein großer Schilfgürtel und dafür haben sie eine Schneise parallel reingeschnitten, weil die da so einen Rundumweg machen wollen, dann wo sie mit ihren Pferden langfahren. Und das wollen sie jetzt für immer so ein bisschen platt halten. Das heißt, ein bisschen Schilf steht rechts noch und somit denke ich mal, wird es eine super Stelle werden für die Sauen, weil es ein bisschen geschützter ist. Und diese Schneise verläuft ganz weit noch hinten rein. Und ja, da war jedenfalls dann so gewesen, dass bis 22 Uhr keine Sau rauszog und nicht mal auf der Koppel oder sowas. Und ja, dann habe es 23 Uhr Stille gewesen, war ja nichts und da hatte ich mich schon gefragt, ob es überhaupt noch Sinn macht. Das Wetter war gut, kein Wind, das Lüftchen zog dann ein kleines bisschen auf, muss ich sagen. Also die Halme, die sich vorher ein bisschen neigten, wurden dann schon ein kleines bisschen lauter, aber gut, das war immer noch Wind, der vollkommen okay ging, das war jetzt nichts Störendes so doll. Und der Wind stand immer noch aus dem Schiff raus, somit nichts irgendwie, dachte ich jedenfalls vom Windtechnischen, dass er irgendwas Probleme bereiten sollte. Ja, und um 23:20 Uhr hörte ich auf der Wiese hinter mir auf einmal so ein Rascheln und drehte mich um. Dann sah ich eine schwarze Gestalt. Das war immer so ein bisschen dämmerig gewesen, deswegen konnte ich nicht ganz so sehen, weil das Licht auch nicht gerade so gut war, weil es bewölkt war. Aber eben bei Vollmond ist es vollkommen okay, ist ja schön flächiges Licht. Aber trotzdem konnte ich nicht so ganz ausmachen, was das ist. Und dann war da waren so nach 2 Minuten war dann dieser schwarze Punkt auf 20 Meter ran und dann sah ich, ah, Schmalzmann, also der Dachs, ein starker Dachs zog auf mich drauf zu und ich hatte mich schon fertig gemacht. Aber dann, bevor ich da überhaupt was machen konnte, auf einmal aufgeworfen, weil ist ja klar, der hatte voll Wind von mir gekriegt. Und dann so auf 20 Meter ist er dann in seinem typischen Gang, dieses Wippende, ins Schilf und war dann weg gewesen. Und ja, gut, das war dann ein bisschen Pech, aber ich war ja eigentlich auch wegen Sound draußen.